Ach, du hast so einen Ententimer. So, frisch am Werk. Ein neuer Baum, ein neuer Tag. Und ich spiele hier einen auf Grillmeister. Du bist gleich Angeln 17 oder so, ne? Kann ich nebenbei gucken. Angeln habe ich jetzt 8. Mal gucken, was habe ich denn? Ich habe Farming 12, das ist mein höchstes. Und mit Martial Arts 6, Hammer 5, Carpenter 4, naja. Ja, Carpenter und so brauche ich noch. Ja, wenn du Baum fällst und dann quasi hier, ja, du müsstest Carpenter 3 sein und dann kannst du Zäune machen und das bringt richtig viel. Okay, brauchst man aber auch extrem viel Holz, ne? 3. Und es gibt 20. 20 Erfahrung für einen Zaun. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Ne? Weil dann bin ich nämlich gleich Carpenter 5 und wenn ich Carpenter 5 bin, dann kann ich so unser erstes Zelt bauen. Ich nehme den zweiten Rucksack mal für Essen. Dann muss ich das nicht immer suchen. So. So, diesen Baum, den holen wir uns noch vor der Nacht. Ja gut, man kriegt ja schon auch einiges raus aus so einem Baum, aber... So, einfach mal das Feuerholz mitgenommen. Und die da reingetan. Ja, das ist schon mal gut. Man sieht, Fischen bringen echt viel, so essenstechnisch. Jetzt müsst ihr doch gleich echt mal... Schon, jawohl, Carpenter 5, super. Jetzt brauche ich nur noch Small Leather. Also wenn du zufällig schmales Leder bei dir hast, dann immer her damit. Nur großes. Ich habe nur die dicke Variante. Also so ganz verstehe ich nicht, warum der das immer in die Richtung dreht, die ich es nicht möchte. Und dein Problem nochmal. Ach genau, das will ich natürlich. Ich will natürlich nochmal überlegen, ob das. Ob man da hinten die Dinge auch. Ach, das nützt doch nicht. Also, er baut die echt immer genau in die gegensätzliche Richtung, die ich haben möchte. Okay. So. Ich habe schon gesehen, man kann ja auch sowas wie Musikinstrumente lernen und. Echt? Heilung, oh. Kochen, Schneidern. Ein Decker müsste Graben sein, oder? Ich grad nicht. Nee, Handle a Decker. Das ist eine Waffe, okay. Oh, diese Geräusche, ne? Naja, das ist schon... ohne. super. bringt das Messer eigentlich was beim Fällen? Also, nee, ne? Ich hab's noch nie ausprobiert, muss ich gestehen. Dann jetzt sehe ich auch nichts mehr.
Also man kriegt auf jeden Fall... Du hast jetzt nicht den Baum da gefällt, oder? Hä? Hätte ich nicht fällen sollen? Nein, der schöne Baum hier, der hatte so diese schöne Begrenzung unserer Farm. Naja, was soll ich sagen? Okay. Naja, Innenarchitektur und so. Nee. So, immerhin habe ich mal wieder Karottensamen, das ist ja schon mal was. Wow, das Fleisch gibt 300. Yeah. Oder 250. 300 ist Fleisch und 250 dieses vom Fisch. Wow. Das kann was, das ist echt krass. Und das weiß ist Walfleisch, also das ist echt gut. Wo bin ich denn jetzt? Gebrochen. Carpenter 3. Humming 13, ja. Yeah. Mein Inventar ist echt mega voll. Ich muss da mal was tun gegen. Ich schmeiß auch immer irgendwas raus, dass ich was Neues machen kann. Das ist echt übel. Ja, ich mach gleich das Zelt. Ich brauche halt nur noch Small Leather. Keine Ahnung, wo man das herkriegt. Da ich meins von einem Schaf oder eine Kuh schlachten oder sowas, ne? Wollte gerade sagen, da ich jetzt mein dickes vom Walfisch bekommen habe, hätte ich jetzt mal eine Kuh oder so einen Bock gesagt. Gut, dann werden wir uns gleich mal die Kuh annehmen. So, was ist da noch hier mit? Mal neu pflanzen und in der Zwischenzeit einen Schluck Kaffee nehmen. Haben wir denn sonst noch irgendeinen Samen, den wir nehmen können? Nee, ich habe keinen. Hast du noch Samen oder sowas? Nee. Neben dem Baum war gerade eben ein Troll. Da gehe ich jetzt mal weg. Mal den Baum. Ja, man kann so ein bisschen die... Wenn man den ganz nach unten fährt, dann sieht man so Umrisse und Schatten. Das ist ganz hilfreich. Du startest ja eigentlich mit irgendwie mehr, ne? Du hast irgendwie noch einen Rucksack dabei. Genau, ich habe einen Rucksack mehr. Da waren auch zwei Verbände drin. Da waren drin 10 Brot und ein bisschen Streichhölzer war noch drin. Ah ja. Also nichts Aufregendes, aber halt gerade das Brot kann am Anfang echt Leben retten. Ich guck mal, wie kann man denn Small Leather herstellen? Bandage, Immediate Bandage, ne. Tinkerin habe ich immer noch 0. Warte mal, dann können wir das doch mal. Habe ich auch noch nicht hergestellt. Leinen. Tinkerin, wieso habe ich denn... Warte mal. Gerade hier gucken. Ah, ich muss noch ein bisschen Tinkering machen, dann habe ich Tinkering 2. Ach, ich bin ja schon Tinkering 2. Okay. Na, ich bin gleich tot, verdammt. Weil? Weil da ein Zombie war und ich den zu spät gesehen habe. Kämpften. Ich hau mal ab. In der Hoffnung, dass keiner von mir auch spawnt. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wegen? Der Zombie ist jetzt A hinter mir her und B zerstört unsere... Der zerstört unsere Mauer natürlich. Ich komm jetzt auf dich zugerannt. Jetzt hau den Zombie. Wenn er dann irgendwann mal kommt? Ne, er ist wieder zurückgelaufen. Der zerstört nämlich da unsere frisch gesetzte Mauer. Jawohl, erledigt. Oh, super. Mal gucken, was er alles dabei hat. Yeah. Boxermedaillen. Das ist gut. Mein Inventar ist voll.
Vielleicht hebst du noch mit Sachen auf. Da war nur noch verrottetes Fleisch. Super, das brauchen wir auch für irgendwas. Also zu zweit Zombies kloppen geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe jetzt auch... Warte mal, was ist das denn? Line Pieces. Sehr schön, Line Pieces. Irgendwas... Ach, hier genau, für die Banderolen braucht man das. Für den Verband. Ach so, naja, ich will aber... Das ist aber alles hier. Könnten wir auch mal nehmen. Mastering Tinkering 4. Wo ist denn Tinkering? Ach, da bin ich erst dabei. Du Heiliger. Ja, ich hab mal probiert. Stone Arrow. Hier, ich könnte dir einen Dings machen. Mal schnell Pfeil und Bogen. Ah, cool. Damit müsste es natürlich noch einfach gehen, Zombies zu kloppen, ne? Zumindest von weitem lang gleich schon. Hat denn der jetzt unser... Der hat tatsächlich unser Dings zerstört, ne? Ah, fuck. War es die komplette Mauer? Nee. Nee, ich hatte aber hier nur noch schon so eins aufgestellt. Ich würde sagen, wir machen hier mal so ein kleines... ich stelle jetzt mal einfach hier eins auf. Zack. Und hier bauen wir vielleicht so ein Gehege für so ein paar Schafe oder sowas. Ja. Vielleicht magst du dann mit Holz rankarren. Ja, was für Holz brauchst du? Feuerholz? Feuer. Naja, Feuerholz. Du kannst aber auch einfach die dicken Holzstämme hier hinlegen. Kann man natürlich auch machen, genau. Na, dann gehe ich aber ein bisschen in den Wald rein. Jetzt müssen wir mal gucken, die Zombies, die verbrennen gerade, ob die was fallen lassen. Also, die verbrennen nicht, aber man sieht halt, wie die Schaden kriegen. Ah, stimmt, da ist einer. Ich gucke mir den mal an. Oh, jetzt ist er hingefallen. Nee. Naja, die lassen nichts fallen. Steht nur dran, dass er verbrannt ist. Nur schade, ja. Hätte sein können. Bei Minecraft zum Beispiel lassen die immer noch ein bisschen was fallen dann. Schön wär's. So, ich schlepp jetzt die Baumstämme rüber. Eigentlich bräuchte man so einen fetten Baum, oder? Na, wir brauchen eigentlich irgendwann mal einen Nachschub sozusagen von Bäumen. Ich vermute mal, dass man auch irgendwann mal eine Axt craften kann. Mit dem das alles auch wieder viel schneller geht. So, essenstechnisch sind wir schon ganz gut ausgerüstet, ne? Ja, ich habe auch meinen ganzen Rucksack, also den zweiten Rucksack voll mit Essen. Echt? Also gebratene Froschschenkel, gebratenen Fisch, Thunfisch gebratenen, Krabben, Muschelfleisch. Ich habe jetzt Schwert 3 und das heißt, mal gucken, Sword wie, na gut, meine Stärke und so geht halt hoch. Irgendwie ist mein Inventar schon wieder voll, eben, Mann. Also alles was, man kann wohl alles erhöhen, außer den Magen kann das sein. Na gut, das wäre auch schwer zum Trainieren. Ja. Obwohl doch, das geht schon, wenn man viel und immer häufig viel isst. Ja gut, aber ich gehe es mal von der Normalbevölkerung aus und nicht von Wettessern. So.
super, jetzt können wir mal ein bisschen was einsammeln. My back is full. Naja dann, was soll man denn dann sagen? Dann mal hier da rein damit. Man kann sogar ein System Table Assembly Set machen. Oh, ich habe neue Sachen bekommen. Einen Aussichtsturm könnten wir machen. Aber gut, wir wollen jetzt erstmal Kühe und so. Ich glaube, hier ist ein Baum zum Wiederpflanzen, oder? Ja. Ja, wie macht man das wohl hier so vielleicht? Ah, ich bin davon. Im Grunde genommen brauchen die auch gar keine Türen, diese Zäune für die Tiere. Ja, wir können sie einfach reinschmeißen, ne? Oder können wir jetzt sogar reinhüpfen? Genau, man kann mit denen da reinhüpfen und dann ist es so. Also irgendwie mache ich hier die Schlepparbeit, kann es sein? Ja, es ist beides gerade nicht so erbaulich. Muss auch gemacht werden. Ja, und so eine Folge geht ja mal. Da sehen die Zuschauer auch, wie viel Arbeit das so ist. Ein bisschen ärgerlich, dass man nicht schnell laufen kann. Kann man doch, oder? Ach so, ja. Also, wenn ich einen Baumstamm tragen würde, würde ich auch nicht mehr rennen. Ja, das stimmt allerdings. Das würde ich jetzt auch nicht. Na, hier ist noch eine Kartoffelpflanze mit Samen und Kartoffeln. Es sieht schon cool aus, wie du da mit dem Hammer rumklopst. Da ist eine junge Dame, die sich gerade da hinten an Bäumen bedient. Oh. So, ich finde jetzt so Breite und Höhe und so weiter müsste eigentlich ausreichend sein. Insofern die diesmal auch nicht rot ist, ne? Die Frau. Also ich glaube, man kann das bestimmt irgendwie einschalten. Ob man aber was meinst du, was das heißt dann? Wenn man rot ist, dann? PvP an oder so? Keine Ahnung. Wäre so meine Vermutung gewesen. Oder ist in der Gilde drin? Da müssen wir mal nur mal lesen. Wie gesagt, wir spielen das Spiel jetzt ohne relativ viel Vorbereitung. Also wir haben einfach angefangen zu spielen. Und dachten, wir gucken mal, was auf uns zukommt. So, das mal rein. Tinkering. So, für dich müsste jetzt die nächste Folge zu Ende sein, oder? Ja, in 30 Sekunden, genau. Okay. Und das heißt, die Stunde ist schon rum, nein? Nee, 40 Minuten. Ah. Es geht auch echt schnell, muss ich sagen. Das ist ja meistens bei so Crafting-Spielen so, dass man sich da schon lange und schnell ein paar Stunden aufhalten kann.